Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aufgebraucht bei Freiheitsliebe Leben. Ja, im letzten Monat habe ich wieder minimalistisch nachhaltig gelebt, beziehungsweise so weit, wie ich das für mich halt einfach im Moment kann, und habe wieder alle Sachen gesammelt, die ich aufgebraucht habe, damit ich euch etwas darüber erzählen kann, damit ich euch zeigen kann, was habe ich aufgebraucht, wie viel oder auch vor allen Dingen, wie wenig habe ich aufgebraucht. Jetzt im August waren es nämlich weniger Teile als sonst, was mich natürlich auch total freut. Deswegen beginnen wir jetzt einfach mal im Bereich Küche. Für Heißgetränke benutze ich Stevia, das wisst ihr. Und ich habe jetzt allerdings mal die Süßstofftabletten von Borchers ausprobiert. Ich habe sonst die letzte Zeit immer die Streusüße davon gehabt. Ich habe auch schon die Flüssigsüße davon gehabt. Und jetzt habe ich mal diese Süßstofftabletten ausprobiert und muss sagen, dass ich jetzt für Kaffee und Tee definitiv bei denen hier bleibe. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es im Preis-Leistungs-Verhältnis ist, weil ich das so schwierig vergleichen kann. Aber ich muss sagen, es ist sehr viel angenehmer. Einfach nur 3 Stück brauche ich für eine große Tasse Kaffee. Und ich habe es immer perfekt dosiert, weil wenn ich jetzt natürlich mit der Streusüße, wie ich sonst gemacht habe, einfach immer, ja, Pi mal Daumen, da was rauskippe, ist die Mischung halt einfach jedes Mal immer so ein bisschen anders. Und manchmal hat mich das schon so ein bisschen gestört. Ja, und hiermit ist das Dosieren halt einfach einfacher. Und deswegen werde ich jetzt erstmal auf jeden Fall bei den Süßstofftabletten bleiben. Vom Geschmack her sind die, glaube ich, genauso wie halt auch die Streusüße und so, die ich vorher hatte. Was ich außerdem ausprobiert habe, ist auch vom Borchers Stevia. Allerdings ist das Erythrit und Stevia gemischt und ist auch wesentlich schwerer, also nicht so wie diese runden Behälter, die ich sonst halt irgendwie immer gekauft habe. Das ist sehr, sehr leicht. Das ist wirklich nur Stevia. Dies hier war schon schwerer, halt wirklich ähnlich wie Zucker. Und ich muss sagen, es schmeckt auch mehr wie Zucker. Es hat mir jetzt im Kaffee und Tee nicht so gut geschmeckt, weil ich da mittlerweile diese eher etwas süßstoffmäßige Süße, die man durch Stevia halt einfach hat, lieber im Kaffee mag, als jetzt wirklich so richtigen Zucker. Das ist nicht mehr so mein Ding. Wer allerdings wirklich so mehr diese Zuckersüße haben möchte, der kann das mal ausprobieren. Das ist nämlich wirklich super, denn ich benutze das in Speisen. Also wenn ich irgendwelche Speisen süße, dann benutze ich das hier. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Backrezepte und sowas sehr gut funktioniert, weil es halt wirklich eben so diese kristalline und schwere Form genauso wie Zucker hat. Und gerade wenn man halt irgendwie diese Masse von Zucker wirklich braucht in einem Rezept, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man damit sehr viel weiterkommt. Dann gehen wir mal runter in den Keller zur Waschmaschine. Da habe ich nämlich Essigessenz diesen Monat wieder aufgebraucht als Weichspülerersatz. Was Waschmittel angeht, probiere ich gerade ein neues Waschmittel aus. Da bin ich auch sehr sparsam mit. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt so hält. Ich habe nämlich irgendwie den Eindruck, dass ich davon gar nicht so viel gebrauche und auch irgendwie, dass ich im Moment gar nicht mehr so viel waschen muss. Ich weiß gar nicht genau warum, ob ich jetzt irgendwie weniger Teile in Wäschekorb schmeiße oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber irgendwie fällt mir im Moment auf, dass ich ziemlich wenig Waschmittel verbrauche. Aber naja, dazu erzähle ich euch mehr, wenn ich es aufgebraucht habe. So, dann gehen wir mal weiter ins Badezimmer, denn die restlichen Teile gehören tatsächlich alle schon zum Badezimmer. Auch an Putzmitteln oder sowas habe ich diesen Monat nichts aufgebraucht. Ich habe zwar eine Flasche, die fast leer ist, aber da bin ich auch noch so ganz, ganz sparsam mit. Mal gucken, wie lange ich mit dem kleinen Rest da halt irgendwie noch auskomme, wann ich euch das dann zeigen kann, aber doch, gar nicht wahr. Ich musste mein selbstgemachtes Putzmittel doch einmal nachfüllen. Ich habe eben gedacht, ich hätte es gar nicht, aber doch, ich habe es einmal nachgefüllt, und zwar Wasser mit ein bisschen Spüli drin, also mit einem Tropfenspüli oder zwei drin, und ein bisschen Essigessenz. Das habe ich nachgefüllt, und das packt ihr euch einfach in eine Pumpsprühflasche. Essig, je nachdem, ob ihr jetzt einen sehr hartnäckigen oder einen sanften Reiniger haben möchtet, könnt ihr euch halt einfach irgendwie ein halbes Pinneken oder auch ein, zwei, drei Pinneken reintun auf
auch so eine Sprühflasche, je nachdem, wie stark es halt einfach reinigen soll. Und ja, das habe ich doch einmal nachgefüllt, stimmt. Ja, so, dann kommen wir jetzt aber wirklich einmal zum Badezimmer. Und das ist einmal Recycling-Toilettenpapier. Da nehme ich ja die Verpackung nie mit hier rein, denn die Verpackung nutze ich immer im Badezimmer direkt als Mülltüten. Denn so spare ich mir den Plastikmüll durch diese Mülltüte selbst, die sonst ja halt einfach entsteht. Wenn ich da sowieso halt irgendwie schon eine Tüte habe, kann ich sie auch direkt mit verwenden. Deswegen seht ihr die Tüten hier nie. Aber da kaufe ich immer Recycling-Toilettenpapier. Habe ich jetzt diesen Monat auch wieder von Aldi gekauft. Ja, dann machen wir weiter mit Damenhygiene. Die Binden von Elkos habe ich den Monat natürlich auch wieder gebraucht. Mein absoluter Favorit sind so ähnlich wie die Always Ultra, aber noch angenehmer vom Tragekomfort her, finde ich. Absolute Kaufempfehlung für all diejenigen, die nicht sogar noch nachhaltigere Alternativen verwenden. Aber für mich ist das hier gerade noch ein Muss. Außerdem auch noch Slip-Einlagen. Da habe ich die ganz normalen einfach von Rossmann. Die verwende ich, weil ich ganz, ganz schnell Blasenentzündung bekomme. Vor allem, wenn es kälter ist und wenn es windiger ist und sowas alles. Und auch, wenn man die leichten Tage hat und so. Sind die auf jeden Fall sehr, sehr gut. Manche Slip-Einlagen hatte ich schon, die waren halt irgendwie gar nicht richtig dicht. Und manche sind halt einfach so qualitativ irgendwie total blöd oder so. Ich habe schon einige ausprobiert und das sind auf jeden Fall bislang meine Favoriten. Kommen wir zur Dusche und da habe ich wieder Sensitivdusche von Frosch aufgebraucht. Das benutze ich als Duschgel für mich und für meinen Sohn und auch als Handseife. Davon gehen meine Hände dann nicht mehr so schnell kaputt. Ist ultra, ultra gut. Kaufe ich einfach immer wieder nach. Ist eigentlich in jeder Folge mit dabei. Dann habe ich auch wieder einmal Mascara aufgebraucht von Altera Naturcosmetics. Und zwar ist das der Fake Lash Effect Mascara mit Bio-Bambus-Extrakt und Bambusfasern. Bedeutet, also man hat wirklich so einen Fake-Lash-Effekt dabei. Wenn ich das vergleiche, so wirklich ohne oder wenn ich einfach nur so einen farbigen auftrage und den, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Das, den werde ich mir immer wieder nachkaufen. Vor allen Dingen für die, die eigentlich gerne so Wimpern-Extensions ausprobieren würden, aber sich das irgendwie nicht draufkleben möchten oder sowas, kann ich dir auf jeden Fall total empfehlen. Denn, also bei mir, ich finde wirklich, dass meine Wimpern hinterher mehr als doppelt so lang aussehen. Ich finde diesen Effekt, den der hinkriegt, echt super. Dann habe ich aufgebraucht von Lavera Naturkosmetik die fluoridfreie Complete Care Zahnpasta. Da muss ich sagen, ich habe sie wirklich schon oft gekauft und ich bin leider nicht überzeugt von ihr. Also da kann ich absolut keine Kaufempfehlung aussprechen, denn meine Zähne werden davon einfach nicht weiß. Also auch wenn man halt irgendwie öfter Tee trinkt oder sowas oder auch für alle Raucher zum Beispiel, ist es wirklich nicht gut geeignet. Die Zähne, die vergilben einfach durch Kaffee und Tee und Co. Und die Zahnpasta kriegt es einfach nicht weg. Ich muss irgendwie immer wieder zwischendurch mit Kokosöl mir meine Zähne richtig schrubben, damit das halt irgendwie alles wirklich weggeht und ich wieder weiße Zähne habe. Und die ist halt einfach irgendwie leider nicht so. Und die hat halt auch nicht irgendwie so mega den frische Kick oder so. Das mag ich halt eigentlich auch lieber. Ja, weiß nicht, da bin ich noch auf der Suche. Im Moment teste ich auch noch wieder eine andere Naturkosmetik Zahnpasta und ja, ich hoffe, dass ich irgendwann eine finde, die einerseits die Zähne richtig schön sauber macht, am besten noch fluoridfrei ist, aber auch wenn nicht, Naturkosmetik und halt auch noch so einen frischen Kick hat, also dass man so wirklich so einen etwas schärferen Geschmack halt irgendwie im Mund hat, weil ich habe so den Eindruck, dass diese ganzen Naturkosmetik-Zahnpastas, die haben das irgendwie alle nicht. Die sind irgendwie so lasch vom Geschmack her und das mag ich überhaupt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass hinter meinem Mund wirklich richtig frisch ist und ja, weiß ich nicht. Also wenn ihr da vielleicht irgendwie eine Empfehlung habt, einen Tipp oder sowas, dann schreibt mir das doch bitte gerne mal in die Kommentare. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Also was benutzt ihr für Naturkosmetik-Zahnpasta, die mikroplastikfrei ist? Schreibt gerne dabei, ob die fluoridfrei ist oder nicht. Und da bin ich gespannt auf eure Empfehlung. Das, was ich auch noch hier liegen habe, das werde ich aber noch hier liegen lassen, ist die Verpackung von der Holzzahnbürste, die ich jetzt für meinen Sohn gekauft habe. Denn ich habe euch in der letzten Folge erzählt, dass die andere Holzzahnbürste, die mein Sohn hatte, gesplittert ist. Und das finde ich halt einfach für Kinder absolut nicht optimal. Das ist wirklich, wirklich nicht gut. Und jetzt, die Zahnbürste lebt seit einem Monat bei uns. Und bis jetzt sieht die Zahnbürste wirklich gut aus und ich kann da halt irgendwie keine, kann nicht irgendwie drüber meckern oder sowas, weil
Mein Sohn ist zwar 7, aber der kaut trotzdem manchmal noch so ein bisschen auf der Zahnbürste rum und spielt mit der Zahnbürste manches Mal mehr, als dass er sie putzt, wie Kinder halt einfach so sind. Und ich finde, das müssen auch solche Zahnbürsten dann halt einfach aushalten, wenn die halt irgendwie extra für Kinder gemacht sind. Ich bin gespannt. Ich packe es hier in meine Tüte wieder rein. Ich werde euch nächsten Monat wieder updaten, wie das mit der Zahnbürste dann aussieht. Denn ja, Zahnbürsten sollte man alle 3 Monate wechseln, wie angegeben ist. Ich bin gespannt, ob die wirklich 3 Monate überlebt oder ob ich sie vorher wechseln muss. Was jetzt auch nicht so die Schande wäre, die Zahnbürste vorher zu wechseln. Aber jetzt gibt es gerade mal so einen kleinen Härtetest, weil mich das bei der vorherigen Zahnbürste doch ein bisschen schockiert hat. Ja, das war's aus dem August. Ich hoffe, da war vielleicht ein bisschen Inspiration für euch dabei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, also einerseits ja, die Zahnpasta-Tipps und andererseits, was habt ihr diesen Monat aufgebraucht, wovon ihr total begeistert oder halt auch irgendwie total enttäuscht wart. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich wieder von euch lesen darf. Ich freue mich, dass ich diesen Monat bzw. letzten Monat geschafft habe, so wenig aufzubrauchen, denn alles, was man nicht aufbraucht, ist natürlich halt auch umso nachhaltiger. Nicht nur, indem man Naturkosmetik kauft, sondern auch, indem man einfach wenig verbraucht. Hinterlasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, denn dann weiß ich, dass ihr solche Videos mögt und ihr unterstützt den Kanal damit, denn dann werden meine Videos besser angezeigt. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Hinterlasst dem Kanal auf jeden Fall noch ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen. Neue Videos gibt es immer wieder donnerstags um 18 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.